Das Landschaftsbild zwischen Olpebach und Kürtener Sülz ist gekennzeichnet durch ausgedehnte Wiesenhänge und die steiler abfallenden, bewaldeten Bergflanken. Die weit gestreuten Hofschaften sind meist zu kleinen Weilersiedlungen zusammengefasst. Hier inmitten des Bergischen Landes überwiegt bis heute die Grünlandwirtschaft mit ihren Viehweiden und Heuwiesen. Die spärlichen Äcker auf den welligen Höhen bilden keine geschlossene Feldflur. Sie liegen in der Nähe der Hofschaften und dienen fast ausschließlich der bäuerlichen Selbstversorgung. Haupterwerb der Landwirtschaft in dieser rauen, bis zu 300 Meter ansteigenden Höhenregion ist die Rindviehhaltung. Auch in Biesenbach, einem der zahlreichen Weiler des Kirchspiels Olpe, bilden die Viehställe den Rückhalt der Betriebe. Wie in diesem Hof am Rande der kleinen Siedlung hat man ihnen den größten Teil der langgestreckten, oft durch Winkelanbau erweiterten Anwesen eingeräumt. Der Milchertrag, der jeden Morgen für den Transport zur Molkerei bereitgestellt wird, bringt die regelmäßigen Einnahmen. Die Kapelle von 1678 vertritt in der Hofschaft gewissermaßen das ferne Gotteshaus des Pfarrdorfes. Wenn Ende April der Boden genügend erwärmt ist, werden im Bergischen Land die letzten Arbeiten zur Frühjahrsbestellung erledigt. Dazu gehört das Auspflanzen der Kartoffeln. Auf diesem 33 Morgen großen Hof, wo die beiden Frauen das Pflanzgut vorbereiten, beträgt der Anteil an Ackerland insgesamt 4 Morgen. Davon werden jeweils 1/3 für Getreide, für Futterrüben und für Kartoffeln genutzt. Bei der geringen Anbaufläche war hier die Anschaffung moderner Maschinen nicht lohnend, sodass sich die alten landwirtschaftlichen Formen halten konnten. Von der Ernte im letzten Herbst wurden mittelgroße, gleichmäßig geformte Knollen als Saatkartoffeln ausgewählt, die man in einem dunklen, möglichst kühlen Kellerraum aufbewahrt hat. Um Pflanzgut zu sparen, werden sie nun von den Frauen längs durchgeschnitten, und zwar so, dass die Teile etwa gleich viel Augen oder Keime aufweisen. Beide Hälften entwickeln sich im Boden zu ertragsfähigen Stauden. Sie werden in den Sack geschüttet, der mit aufs Feld hinausgeht. Auf diese Weise kann man 1,5 Zentner Kartoffelsaat auf die doppelte Menge strecken, die für das vorgesehene Pflanzfeld ausreicht. Die Kartoffeln, die hier Erdäpfel genannt werden, gehören zu den Hackfrüchten. Sie benötigen lockeren, ausgewinterten Boden, der im Herbst umgepflügt und im Frühjahr abgeeckt werden muss. Zum Einbringen der Saat benutzt man im Rheinland, solange der Hunspflug im Gebrauch war, das gleiche Bodenbearbeitungsgerät wie zur Ackerbestellung. Das sind fähig, können ansparen. Ja, das müssen wir ansparen. Auf diesem Hof wird der Hunspflug heute noch beim Kartoffelanbau eingesetzt. Zum Betrieb des alten, vielseitig verwendbaren Ackergeräts, das man nicht hinter den Traktor spannen kann, gehört ein pflugfestes Zugpferd. In kleineren landwirtschaftlichen Betrieben hielt man vielfach Ochsen oder Fahrkühe zur Anspannung. Ja, komm. Das Pferd vom Schlage des rheinischen Kaltbluts wird am Kopfstück aus dem Stall geführt. Wenn es zwischen den am Boden zurechtgelegten Feldketten aufgestellt ist, kann angeschirrt werden. Die Bespannung besteht aus dem kranzartigen Unterhamen, der als Polster für den aus zwei hölzernen Bögen oder Harmspänen gebildeten Hamen dient. Dieses lederüberzogene und eisenverstärkte Gestell fängt die gesamte Zuglast auf. In die Maulringe unten am Kopfstück wird das Stroppgebiss eingehängt, mit dessen Hilfe das Pferd an der Leine geführt werden kann. Die Zugketten enden hinten am sogenannten Schwengel, einem Querholz, das an der Deichsel des Hunspflugs eingehängt ist. Wenn die beiden Ketten vorne mit ihren Bügeln in dem Hamenhaken befestigt sind, ist die Verbindung mit dem Ackergerät hergestellt. Nun braucht nur noch der schmale Gurt über den Rücken gelegt zu werden, der die Zugketten an den beiden Flanken des Tieres aufnimmt. Bei der Karrenanspannung ersetzt man ihn durch das Sattelzeug mit Bauchriemen und breiten Ledergurten, die den Karrenholm tragen. Zum Schluss muss die lange Pflugleine zum Leiten des Gespanns angebracht werden. Wenn die Stränge für die rechte und linke Seite auf gleiche Länge gebracht sind, führt man sie durch den Ring am Sterzgriff des Pfluges, durch die beiden Ohren am Galgen des Vorderwagens, unter dem Rückengurt her und durch die oberen Hamenringe hindurch. Von hier aus zieht man die beiden Leinenenden bis zu den Gebissringen vor, wo sie festgeknüpft werden. Wenn der Bauer die Leine hinter dem Pflug aufgenommen hat, kann der Weg zum Kartoffelacker angetreten werden. Inzwischen sind auch die Frauen mit der Vorbereitung des Saatgutes fertig geworden, das möglichst für jeden Pflanztag frisch geschnitten wird. Man kann die Säcke und die drahtgeflochtenen Kartoffelkörbe mit der Schubkarre hinaus befördern, da die Felder ganz in der Nähe des Hofes liegen. Während die ältere Frau, eine unverheiratete Tante, daheim bleibt, um das Haus zu verwahren, hilft die Bäuerin bei der Arbeit auf dem Feld. Als die Hunspflüge bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ganz aus Holz konstruiert waren, setzte man die Sohle bei der Fahrt über die Straße auf einen Pflugschlitten. Für den schmiedeeisernen Hingerplog erübrigt sich eine solche Schutzvorrichtung. An den frisch aufgeworfenen Schollen ist zu erkennen, dass der vorbereitete Kartoffelacker an den Vortagen schon fast bis zur Hälfte bepflanzt wurde. Die Arbeit soll nun im Anschluss an die letzte Furche fortgesetzt werden. Wenn der Hunspflug am vorderen Ende des Feldes zurechtgestellt und der scharartige Pflugkörper beim Anfahren mit Hilfe des Sterzes in das Erdreich eingeführt ist, übernimmt der Helfer die Führung des Zugpferdes am Zaumzeug. Der Bauer, der in der ausgeworfenen Furche hinter dem Pflug geht, sorgt für den geraden Verlauf. Am Ackerrein, wo die Bäuerin inzwischen Hilfe bekommen hat, füllt man die Kartoffeln in die Pflanzkörbe um. Auf dem Feld, das sich in fast 300 Meter Länge über eine Hügelkuppe hinzieht, müssen die Saatkartoffeln entlang den Furchen bereitgestellt werden. Durch die Kuppe ist der langgestreckte Acker nahezu in zwei gleiche Hälften geteilt. Das Gespann hat soeben das hintere Ende erreicht, sodass man neben der Hinfurche nun die Rückfurche ansetzen kann. Hierzu müssen Pferd und Pflug in die Gegenrichtung gekehrt werden. Beim Kartoffeln einpflügen ist es wichtig, dass die Furchen dicht beieinander einen schnurgeraden Zug haben. Um dies zu erreichen, lässt man das Pflugrad auf der Ackerseite durch die Furche laufen. Ein pflugerfahrenes Pferd geht auf dem ebenen, dicht an der Fuhr entlang. Wenn es in die weiche Erde hinein abrutscht und so geringfügig aus der Richtung gerät, kann der Bauer den Pflugstrich mit der Sterze regulieren. Bei seinem Gang durch die schmale, spitzwinklig eingetiefte Furche stützt er sich mit dem Pflugstock seitlich ab. Der gerade Furchenverlauf ist erforderlich, damit die Kartoffelreihen gleiche Abstände haben und beim Häufeln sowie beim Auspflügen im Herbst leichter beackert werden können. Das Einlegen der Saat in die aufgepflügte Erde ist Frauenarbeit. Wenn der Pflanzkorb sich leert, muss für Nachschub gesorgt werden. Die Bäuerin bewegt sich in der Furche vorwärts. Dabei drückt sie die Knollen in Zwischenräumen von etwa 50 cm in der Furchenmitte ein, dass die Schnittflächen nach unten und die Keime nach oben zeigen. Die Saatkartoffeln liegen so wie an der Schnur aufgereiht. Vom nachfolgenden Pflug werden sie mit Erde überdeckt. Die Kartoffellegerin muss sich beeilen, damit sie vor dem Gespann ans Ende kommt. Wo am Wendekopf die Furche flach ausläuft, deckt sie die Kartoffeln von Hand mit Erde zu. Um für die Pflanzfurchen den erforderlichen Abstand von mindestens 48 cm zu erreichen, muss mit dem Hunspflug nach jeder Deckfuhr eine blinde Furche gezogen werden. Der Pflugkörper vermag bei jedem Gang nur einen Streifen von 16 bis 18 cm Breite zu erfassen. Die Blindfurche wird nach dem Aufpflügen zur Saat und nach dem Zudecken als dritte Furche gezogen, die keinen unmittelbaren Zweck erfüllt. In der Mitte des Feldes ändert sich die Nutzung der Furchen in ihrer Folge. Was im vorderen Teil Blindfurche war, wird ab hier Deckfurche. So muss das Gespann auf der Kuppe warten, bis voraus die Saat eingelegt ist. Das hölzerne Radvordergestell des Hunspflugs ist in seinem aufstrebenden Teil als Galgen ausgebildet. An der Stellschraube in der Mitte ist das Galgenkissen befestigt, auf dem der Hinterpflug mit dem vorderen Ende ruht. Mit dieser Einrichtung kann durch Heben oder Senken der Tiefgang des Pfluges verändert werden. Die Arbeitsteile am Hinterpflug bestehen aus dem senkrecht im Grindel sitzenden Pflugmesser oder Sech, dem Wessel, der über den Grund geht und die Scholle waagerecht abschneidet, sowie dem abgespreizten Rester, der die aufgepflügte Erde zur Seite streicht. Beim Hunspflug kann der Rester nach dem Wenden am Furchenende von rechts nach links umgesetzt werden, so dass der abgeteilte Erdstreifen immer in die vorgepflügte Furche geschoben wird. Auf diese Weise ist es mit einfachen Mitteln möglich, sowohl beim Hin- als auch beim Herpflügen den Acker kontinuierlich nach einer Seite zu bauen. Bevor der Pflug am Ende des Feldes in die Gegenrichtung gekehrt wird, entfernt der Bauer mit dem gegabelten Pflugstock vom gewölbten Rester und vom schmalen Wessel die anhaftende Erde. Dann setzt er die Schneide des Pflugmessers um, die nach rechts zeigen muss, wenn der abgespreizte Rester auf die linke Seite hinüberwechselt. Mit der Rückfurche pflügt man im hinteren Teil des Ackers die frisch eingebrachte Saat zu. Durch das Verspringen in der Mitte wird die gleiche Furche in der vorderen Ackerhälfte zur Saatfurche. So bleibt genügend Zeit, auch hier die Kartoffelknollen auszulegen. Durch die Verschiebung der nach 2 Pfluggängen folgenden Blindfurchen ergibt sich im Herbst beim Kartoffelauflesen der gleiche Zeitgewinn. Dieses Verfahren hat sich vor allem bei sehr langgestreckten Äckern bewährt. Während das Gespann am vorderen Ende für die nächste Blindfurche gewendet wird, eilt die Bäuerin voraus, um in der offenen Furche des hinteren Ackerteils die Saat unterzubringen. Mit einem zugfesten Pferd kann man am Tag ohne weiteres einen morgen vorbereiteten Kartoffelacker bauen. Hierbei legt das Gespann annähernd 15 Kilometer zurück. Da auch im Bergischen Land Zugtiere nicht mehr zu bekommen sind, muss dieses Pferd noch gehalten werden, obwohl es mit 25 Jahren fast schon die Altersgrenze erreicht hat. Auch für die Männer am Pflug sind die Aufenthalte als Verschnaufpausen willkommen. Zu dem landwirtschaftlichen Betrieb gehört seit 3 Generationen eine Stellmacherei, die vor 10 Jahren stillgelegt wurde. Noch der Vater des Bauern hat hier die hölzernen Teile des Hunspflugs gebaut. Auch dies ist ein Grund dafür, dass das alte Ackergerät vom Sohn weiter benutzt wird. Außerdem kann man feststellen, dass sich der Hunspflug für den Kartoffelanbau besonders gut eignet. Selbst in Betrieben, die mit der technischen Entwicklung der Zeit gingen, wurde er für diesen Zweck vielfach noch bis in die 50er Jahre eingesetzt, als für die Feldbestellung längst wirkungsvollere Pflüge in Gebrauch waren. Durch die enge Furchenführung gelingt es, den Untergrund sehr locker zu halten. So ergeben sich für die Kartoffeln ausgezeichnete Wachstumsbedingungen. Der nach außen gewölbte Rester bewirkt, dass keine zusammenhängenden Schollenstreifen gebildet werden, Beim Überdecken der Saat zerkrümelt die Erde viel gründlicher als bei der Verwendung moderner Pflüge mit ihren schraubenförmig gewundenen Scharen. Dadurch können die Triebe der Kartoffelpflanzen ziemlich ungehindert zur Oberfläche durchstoßen. Auch dieser Vorteil, der den Aufwuchs und Ertrag fördert, konnte in schwereren Böden erst mit völlig neuartigen Bearbeitungstechniken der jüngsten Zeit erreicht und verbessert werden. So ist der noch um die Jahrhundertwende im ganzen Rheinland verbreitete Hunspflug, der als rheinischer Pflug zu einem Begriff in der Pflugforschung wurde, heute bis auf diesen besonderen Fall verschwunden. Hier in Biesenbach wird das urtümliche Ackergerät für den Kartoffelanbau wahrscheinlich weiter benutzt werden, solange ein geeignetes Zugpferd zur Verfügung steht. Sobald die Kartoffeln, die Ende April eingepflanzt wurden, Ende Mai, Anfang Juni ins Laub getrieben sind, folgt ein weiterer Arbeitsgang, für den man einen pferdebespannten Pflug braucht. Der Bauer hat den Heufelpflug aus dem Schuppen geholt, der noch nach dem letzten Krieg in der elterlichen Stellmacherei angefertigt wurde. Auf dem Acker haben sich die mit dem Hunspflug eingepflügten Setzkartoffeln zu langen Staudenreihen entwickelt. Die Erde zwischen den Pflanzreihen muss nun so aufgepflügt werden, dass sich hier Heufelfurchen bilden, die die Kartoffelstauden mit ihrem Aufwurf von beiden Seiten einfassen. In dem locker gehäufelten Hügelstreifen können sich die Knollen besser entwickeln. Außerdem stört man so den Aufwuchs des Unkrauts. Auf kleineren Anbauflächen, zum Beispiel für Frühkartoffeln in den Hausgärten, benutzt man zum Häufeln meist einfache Handhacken. Früher gab es auch leichte Zuggeräte, die von Menschen fortbewegt wurden. Beim Einsatz des pferdebespannten Heufelpflugs kann das Zugtier von der Bäuerin ohne besondere Schwierigkeiten zwischen den Kartoffelreihen einhergeführt werden. Damit das Erdreich tief genug erfasst wird, muss der Bauer den Pflugsterz hinten mit kräftigem Griff niederdrücken. Dabei geht er inmitten der frisch aufgeworfenen Furche. Für das Zugpferd ist dies eine leichte Arbeit, sodass der ganze Acker in einem Vormittag bewältigt werden kann. Der Heufelpflug, der in Biesenbach auch als Ritzhork bezeichnet wird, ist ähnlich wie ein Hakenpflug konstruiert. Zur Unterstützung des Pflugbaums, der als Deichsel dient, hat man vorne ein Stelzenrad angebracht. Hinten sitzt in Verlängerung des Sterzes der hakenartig vorspringende Pflugkörper. Dieser arbeitende Teil vereinigt Sohle, Wessel und Rester. Zwischen Pflugbaum und Haken ist zur Versteifung ein starkes Querholz eingezapft. Der zweiseitig oder symmetrisch angelegte Pflugkörper schiebt die aufgewühlte Erde gleichermaßen nach rechts und links, sodass auf beiden Seiten Anhäufelungen entstehen. Die Zuglast beim Kartoffelhäufeln ist so gering, dass man früher, wenn genug Helfer zur Verfügung standen, 2 oder sogar 3 Ritzhaken hinter ein Pferd spannte. Sie wurden dann in den benachbarten Reihen nebeneinander geführt. Am rückwärtigen Wendeplatz des Feldes, wo die Erde beim Einpflügen der Kartoffeln nicht tief genug umgebrochen werden konnte, hat man zur Ausnutzung der Fläche Gartenerbsen angepflanzt. Wo es nicht zu einer tiefgründigen Lockerung des Bodens kam, sind die Kartoffelstauden in ihrem Wachstum deutlich zurückgeblieben. Man kann das leichte Häufelgespann ganz ohne Pferdeleine führen. So ist es möglich, den Pflugsterz mit beiden Händen tief in die Furche niederzudrücken, während das Zugtier am Zaumzeug fast ohne Unterbrechung reihauf und reihab geleitet wird. Auch die antreibenden Zurufe sind beim Häufeln kaum erforderlich. Nur wenn das Pferd beim Wenden an den Enden des Ackers links herum bzw. rechts herum drehen soll, ertönt manchmal das übliche Haar oder Hott. Auf den angrenzenden Ackerstreifen unterhalb und oberhalb des Kartoffelfeldes, die ebenfalls zum Hofareal gehören, wurden Getreide und Futterrüben angebaut. Während man von den Kartoffelerträgen einen geringen Überschuss erwartet, der sich bei Nachfrage verkaufen lässt, werden die übrigen Feldfrüchte restlos im Viehstall verwertet. 9 Milchkühe und entsprechend viele Jungtiere sowie 2 bis 3 Mastschweine und das Zugpferd brauchen den Winter über abwechslungsreiches Futter. Auch ein Teil der Kartoffeln dient als Viehnahrung, wenn der Bedarf für den Haushalt gesichert ist. Da alle 2 Jahre neues Pflanzgut angeschafft wird, braucht man Setzkartoffeln diesmal nicht zurückzulegen. Wenn die letzten Häufelfurchen gezogen sind, ist der Kartoffelacker vorerst versorgt. Im bäuerlichen Betrieb schließt sich bald die Heumahd an, die bei der vorherrschenden Grünlandwirtschaft im Bergischen Land den größten Arbeitsaufwand macht. Um die 12 Morgen Heuwiese zu versorgen, werden auch auf diesem Hof moderne Maschinen eingesetzt. Der alte Hunspflug muss im Herbst wieder hervorgeholt werden, wenn es darum geht, die Kartoffelernte zu bergen.